Hi, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich würde gerne mit euch über Robert McCammon und, ich würde gerne mit euch über Matthew Corbett und die Hexe von Front Royal von Robert McCammon sprechen. Das ist Band 1 einer mehrteiligen Reihe. Was ein bisschen schade ist, ist quasi, dass Band 1 und Band 2, der hier auch schon steht, das war eigentlich im Englischen ein Buch. Und im Deutschen ist das gesplittet worden. Und wir reißen jetzt quasi hier mitten in der Geschichte ab. Also das ist richtig übel. Ich sitze jetzt hier und warte gespannt drauf, dass die Sarah sich den zweiten Band besorgt, dass wir wissen, wie es ausgeht. Weil es an einer sehr ungünstigen Stelle für den Leser endet. Also solltet ihr dieses Buch lesen wollen, rate ich euch, habt Band 2 zur Hand. Ihr werdet sonst euch die Zähne ausbeißen am Ende. Das wird euch sonst, glaube ich, nicht gefallen. Genau, auf jeden Fall ist das Buch im Lucifer Verlag erschienen, die ganze Reihe logischerweise, und hat 516 Seiten. Genau, ich habe das Buch mit Alice im Bücherland zusammengelesen und wir hatten sehr, sehr großen Spaß. Also es ist ein historischer Krimi und hier geht es, wie man unschwer erkennen kann, um Matthew Corbett. Er ist ein Gerichtsdiener und er wird mit seinem Richter Isaac Woodward nach Fount Royal gerufen, weil dort eine Hexe ihr Unwesen treibt und das ganze Dorf in Aufruhr ist, nur wegen dieser einen Frau. Und es ganz seltsame Dinge da passieren und es richtige Aufstände gibt wegen dieser Hexe. Es haben schon Leute das Dorf verlassen, es sind schon Leute abgereist, die da nicht mehr bleiben möchten, weil sie um ihr Leben bangen, weil sie richtig panische Angst vor dieser Frau haben. Diese Frau heißt übrigens Rachel und sitzt im Gefängnis. Genau, jetzt machen sich Matthew und Isaac auf den Weg. Ich könnte noch ergänzen, also es ist schon der zweite Richter, der sich auf den Weg macht, weil der erste Richter kam nie an. Das ist schon mal das erste Mysteriöse. Auf dem Weg nach Fount Royal passiert dann ein Überfall, also die beiden werden überfallen und so kommt es, dass sie das letzte Stück ihrer Reise ohne Hab und Gut und nur mit Unterwäsche am Leib zu Fuß weitergehen müssen. Barfuß durch Sümpfe, Tümpel kriechen sie da voran, bis sie vor dem Stadttoren von Fount Royal stehen, an der Glocke klingeln und der Bürgermeister von Front Royal sie erstmal für Bettler hält, weil sie in so einer schlechten Verfassung dort ankamen. Jetzt muss man noch dazu sagen, 1699, wo das Ganze spielt, kennt man ja auch so aus Filmen, dass die Richter mit diesen Perücken, mit diesen weißen Löckchen, Perücken, so läuft ja die höhere Gesellschaft darum und der Richter hat auch keine Perücke und nichts an und deswegen wurden sie halt erstmal für Bettler gehalten. Es kommt dann so, dass der Bürgermeister die beiden bei sich aufnimmt und sie anfangen zu besprechen, wie sie jetzt vorgehen wollen im Hexenprozess. Das ist so grob umrissen der Einstieg in die Geschichte. So, dann kommt es halt dazu, dass der Richter seine Arbeit aufnimmt und auch die ersten Zeugen vernimmt. Und das Komische ist, dass man das selbst als Leser auch gar nicht einschätzen kann, wem man da jetzt glauben kann. Und Matthew entwickelt bei den Zeugenaussagen, Sarah hat es Sherlock Holmes Fähigkeiten genannt und das würde ich genauso unterschreiben. Er ist eigentlich nur der Mitschreiber der Zeugenaussagen, aber er macht sich ganz intensive Gedanken und möchte dem Ganzen auf die Schliche kommen, weil es gibt einige Ungereimtheiten und er stellt ganz präzise die richtigen Fragen, was mir total gut gefallen hat und wo er sich natürlich sehr viel rausnimmt für einen Gerichtsdiener zu dieser Zeit. Aber unser Richter Isaac Woodward hält große Stücke auf Matthew und dementsprechend ist es quasi unser Rätsel rauszufinden, ist Rachel schuldig? Ist sie eine Hexe?
Wenn nicht, wie kann es dann sein, dass die ganzen Zeugenaussagen, die getätigt werden, unabhängig voneinander ungefähr aufs Gleiche hinauslaufen? Also alle haben ungefähr das Gleiche gesehen, obwohl sich die Zeugen jetzt nicht unbedingt nahestehen und ja, man das schon, also man weiß eigentlich relativ sicher, dass die nicht lügen. Irgendwas muss da dran sein, aber es sind so abstrakte Dinge. Sie ist zum Beispiel mit dem Teufel selbst gesehen worden. Wie ist sowas zu erklären? Und da, dem Ganzen möchte Matthew auf die Schliche gehen, weil ich glaube, er ist auch nicht besonders abergläubig, aus dem, was ich so, wie ich ihn jetzt einschätzen würde. Also das wird jetzt nie thematisiert. Ich weiß nicht, wie er da gestrickt ist, aber ich glaube schon, dass er nicht sehr abergläubig ist. Und ich glaube auch nicht, dass er an Hexen und Teufel und sowas glaubt. Und deswegen hinterfragt er auch sehr viel kritisch. Und dann haben wir aber auch noch eine spanische Münze, die eine Rolle spielt, der wir auf die Schliche kommen müssen. Dann spielen Indianervölker, werden immer mal wieder angedeutet, wo ich vielleicht hoffe, dass im zweiten Band jetzt noch ein bisschen mehr von zu erfahren es gilt. Das liebe ich ja, ne? Ich liebe es, über so freilebende Völker zu lesen. Und das ist etwas, das fasziniert mich total. Das ist schade, das wurde immer nur so angeschnitten. Und dann gibt es noch einen Mann, der nachts von den Sklavenquartieren nur mit einer Lampe Richtung Wald sich davon macht. Ja, dem auch noch keiner auf die Schliche gekommen ist und wo man auch noch nicht weiß, wer ist dieser Mann, was macht er jeden Abend im Wald. Ja, also sehr viele mysteriöse Dinge, die hier passieren. Es wird auch noch etwas aus Matthews Zimmer entwendet. Es gab auch noch einen Diebstahl im Haus des Bürgermeisters, wo man auch noch nicht hinterher gekommen ist, wer das jetzt da vollübt hat. Und man bekommt aber das Städtchen Front Royal sehr, sehr gut beschrieben und bekommt verschiedene Charaktere und verschiedene hohe Persönlichkeiten in Front Royal vorgestellt. Und ja, die laufen so auch durchs Bild und man kann sich so selbst sein Bild machen. Genau. Ja, noch eine Sache möchte ich gern sagen, und zwar, dass die Charaktere besonders von Matthew und von unserem Richter peu à peu durchs ganze Buch weg tiefer werden. Also wir bekommen tiefere Einblicke in die Vergangenheit. Wir können mit jeder Seite, die wir mehr lesen, die Personen besser einschätzen, weil wir immer häppchenweise die Vergangenheit quasi von ihnen ergründen und erfahren. Und das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das als Einstieg in so eine lange Reihe finde ich ganz, ganz toll. Ja, man hat richtig viel Spaß gemacht. Es ist total atmosphärisch und spannend bis zum Schluss zu lesen. Man brennt jetzt quasi drauf, den zweiten Band zu lesen. Und ich freue mich drauf, wenn Sarah das Startsignal gibt. Ja, außer eine Sache, die hätte ich nicht gebraucht. Da waren wir uns beide aber auch einig, das hätten wir beide nicht gebraucht. Da haben wir auch den Sinn dahinter nicht verstanden, aber okay. Es ist Inhalt der Geschichte und es gehört dazu. Mal sehen, ob es vielleicht im zweiten Band noch eine weitreichendere Bedeutung bekommt. Mal sehen. Genau. Und ansonsten eine absolute Leseempfehlung, wenn ihr historische Krimis mögt, wenn ihr atmosphärische Bücher mögt. Atmosphärische Bücher, doch, war richtig. Und ja, da wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei. Und wenn ihr es schon gelesen habt, dann sagt mir gerne mal in den Kommentaren, wie es euch damit ergangen ist und ob es euch genauso gut gefallen hat wie uns. Genau, macht's gut und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!